Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband. Wir haben das letzte Mal ein Turnier gewonnen, haben Banditen ausgeräuchert und ja, Leute gesucht und heute müssen wir wieder Leute suchen, weil wir ein paar Sachen abzugeben haben. Unutstak. Also wir müssen Sebula und Tirida. Ah, ich kann das nicht merken. Sebula. Sebula. Tirida. Oh je. Da haben wir einen. Das ist der König. Gut, dann haben wir ihn. Aber komm, bleib jetzt bei mir. Hau nicht ab. Oh. Ja, aber ist jetzt immer noch nicht. Ja. Ich brauche einfach mehr Beliebte. Ja. Ja. Sebula war ein, oder? Der ist immer noch in Unutsk. Und der andere ist Tiri da. Hm? Die ist da. Unutsk, die ist da. Unutsk. Unutsk. Wo ist Unutsk? Ah, dort unten. Also dann geben wir noch dies da. So. Vincourt. Das ist immer noch diese Burg da bei den Rodox. Swadien haben immer noch Krieg gegen die Rodox. Ja. Also wir müssen hier Nasugai. Ach ja, wir müssen noch befördern, stimmt. Schmira, komm. Schmira ist die... Die hat ja gar nichts. Auch Reiterin. Ja. Stärke. Eisenschwarte. Einhandwaffen. Ausrüstung. Ein Pferd mit Stufe 2. Bist du mein Pferd, hä? So. Und die Axt kannst du noch nehmen. Gut. Machen wir das so. Die hat ja keinen Bogen. So. Und so. Ja gut. Prima, dann hat sie auch mal etwas an. Und er hat halt auch Wendigkeit, müsste man bei dem. Stärke und Wendigkeit. Ich würde lieber auf Stärke machen. Ja. Eben auf Stärke. Diesmal reiten und Bogen schießen. Dann hast du noch kein Pferd. Du musst ein manövrierfähiges Pferd haben. Hä? So. Gut, den Helm kannst du auch nehmen.
Und so. Schön, dann sieht es auch mal wieder besser aus. Die Clady, die hat besonders viel an. Und ja, ist die Wegfindung Zeugs, also Intelligenz. So. Spurensuche ist. Müssen wir anders. Intelligenz, genau. Wegfindung. Und. Nein, ja. Wegfindung ist die Kartengeschwindigkeit, die ist wichtig. Aufklärung ist die Sichtweite. Dann machen wir Spurensuche noch hoch. So, was machen wir dich? Wir machen Wurfkraft. Hä? Ausrüstung noch. Wir haben nichts zum Werfen. Wollkappe und das. So. Gut, die Deshavi. Ja, die hat das Gleiche. Ist die Deshavi nicht die, die... Doch, die haben wir drin. Ich denke, ich werde... Ja. Ich werde auf Intelligenz, Eisenschwarte und Schlagkraft machen. Bogenschießen höher. So. Dann haben wir einen Veteran. Gut. Eine Lagerzivilistin. So. Ja, hier haben wir immer noch. Mal kurz schauen. Ja, machen wir mal auf Stärke und Eisenschwarte. Hä? Und ich muss unbedingt Stangen offen. So. Weil alles können wir gut leveln, außer Stangenwaffen nicht. Ja, da ist niemand. Ah, da bist du. So, ja, wir haben halt viele Ding. Komm schon. Jetzt mach doch nicht so blöd. Wir sind so langsam geworden. So? Haben natürlich wieder verloren. Gut, du hast nichts. Also, tipptopp. Jetzt gehen wir direkt nach Udutsk. Schauen uns mal. Ja, eigentlich Frieden mit den zwei. Okay, wir haben Krieg gegen Vergis. Ist jetzt aber nicht gut, ey. Gegen die Vergis. Nochmals. Die Vergis sind schon ein bisschen kriegsgebeutelt. Denen hat es schon erwischt. Die müssen natürlich immer Krieg machen. So, ich wollte noch Fiorentis hoch machen. Genau. Schön. Wie heißt, haben wir einen Sklavenaufseher? Einen Sklaventreiber haben wir. Oh, schaut euch mal die an. Krass. Ja gut. Nach Nara, bitte. Wir müssen wieder die Gefangenen loswerden. Die machen uns besonders langsam. Gut, aber wir sind immer noch so wenig Spuren. Das ist blöde.
Schauen wir noch kurz der Siri Sebula. Sebula. Okay. Lol. Die gehen jetzt zu den Vergis hoch. Ja, dann schauen wir mal hier. Arwa, die Beperlte. Kennen wir uns? Ah, sogar eine Dame. Okay, das kannte ich jetzt gar nicht. Ja. Muss gehen. Später dann mal. Das ist die von Suno. Das ist Raven. So, Sebula. Nara. Kurz schauen. Masara, das ist Nara, okay. Aber hier irgendwie nicht. Ah, vielleicht kommt er hier. Ja. Schön, gut. Ja, eine Botschaft. Lasst mich mal sehen. Aha. Gut. Ja, eben alle Sachen lasse ich einige Zeit da und ihr könnt kurz stoppen und dann anschauen, weil es für mich zu viel Gerede ist. Ich habe immer Schmerzen in der Gurgel. Also im Hals, Halsschmerzen, so viel reden muss. Und es ist ja gut zu lesen, auch auf den Handys, weil es so groß ist. Sonst müsste ich sagen, dann mache ich es auch wieder. Aber ja, meine Gurgel ist auch nicht an das Hochdeutsche so gut gewöhnt wie ihr, wenn ihr Hochdeutsch redet. Schweizerdeutsch ist halt viel einfacher, tausendmal einfacher. Also im Wald. Ja, sicher wieder dort oben. 100 Pro. Und Steppenbanditen ganz böse. Hauen ab. Lichtgeschwindigkeit. Ah, da ist es. Habt ihr es gesehen? Da ist es. Ja. Heute gibt es Geschnitzeltes. Ja gut, greifen wir an. So, aber vorsichtig sein, die sind böse. Wie wir die gut equipped haben schon. So. Kommt nix. Hallo, da oben. Können wir eigentlich auch angreifen? So. Ah, wir haben keinen Bogen. Stimmt ja. Ja, wir brauchen einfach Bogenzugkraft. Sonst bringt es nicht viel. Ja, da gehe ich hier hin, aber ich muss schauen, dass es nicht gefährlich wird.
sind viel zu schwach. Habe ich hier keine Herausforderung, nix. Ja, schaut mal an, ihr seid schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Schon Level 12. Haben keine neuen. Oh, Chmira, hä? Süße. Bis hier oben nicht, niemand mehr. Ich frag mich, wie man die Map eigentlich anmacht. Irgendwie musste man doch etwas drücken. Gucke ich gleich mal nach. Ah, ist ja erst Halbzeit dieses Parts. Haben genug Zeit, zum Krieg zu gehen und so. Da sind sie. Oh, Stein. Null Schaden. Boah, hab ich viel Schaden bekommen. Fertig. Ja. Ja, Leben. Nehmen wir ein paar Leben. Ich kann die noch nicht tragen. Gutsbogen. 1. So, endlich mal. Toll. Ah, wir haben schon 48. Wir müssen jetzt wirklich mal ein paar Reiter haben. Oder Ding hochstufen, Anführungskraft. Also jetzt müsste ich schauen. Ich habe hier Level. Anführerschaft ist Charisma. Geht noch nicht, hä? Soll ich Bogenzugkraft? Da warte ich noch ein bisschen. Mach ich Charisma wieder. Und diesmal Handel, hä? So. Stangenwaffen weiter. Und werfen. Und hier lasse ich mal Scharmützler. Ja, okay, mache ich den Reiter noch. Weil die Kerl-Kids sind mir schon wichtig, die will ich hochstufen. Oh, den habe ich noch nicht. Die sind alle irgendwie... Okay, der will zum Feind Brief schicken. Ne? Ich bin ja noch nicht Feind von Vergis, weil ich hier noch nicht versalbe. Oh, jetzt weiß ich den Namen wieder nicht. Tonio ist es, glaube ich. Jammuch. Tonio Ichamur. Wo ist denn Ichamur? Hab ich das übersehen, oder? Das ist nicht bei uns. Ich such's gerade. Oh, das ist ja bei mir. Ja, da schaue ich nicht. Es kam mir bekannt vor, aber nicht so direkt. Also, ja, ich dachte einfach, es wäre irgendwo weiter weg sozusagen. Ja, aber wo in der Nähe? Der Aschlik. Schauen wir mal. Zwei Handzäbel ausgebogen. Wir
brauchen Geld. Wir brauchen einfach Geld. Für ein Militär ist sicher auch geil zu kämpfen. Gekürzte Militärzinsen. Ui. Wieso gekürzt? So, 39 Brot. Verfaultes Brathähnchen. Gut. Weg, weg. So. Ja, aber wo bist du denn? Ich sehe nichts. Ist aber nicht schon vorbei. Ja, frage ich den mal. Ah, das ist der mit dem Ding. Ja, aber wo denn? Wie weit ist Gnähe? Da bist du. Oh, so weit weg. Vorrangige Arbeit. Oh, schon 8. Gut. Ja, wir sind halt die Besten. Ich brauche jetzt aber bald mal ein Dorf. So. Speichern wir mal. Ja, können wir da mal die ab. Machen wir mal ohne. So. Oh, die will ich jagen. Die sind zu schnell. Wo ist jetzt der König? Der war jetzt gerade hier. Nein, das ist nicht der König. Gehen wir nach Tulga. Ich denke einfach, die größten Pfeile sind die dicksten Armeen und. Hat König Alekwarte schon besiegt. So. Toll, ist wirklich toll. Aber wenigstens hier ein. Ja, es geht direkt, wenn man unten. Ja. Gut. Jo, prima. Optionen, Steuerung. Irgendwo muss doch eine Map sein. Spiellogfenster, so. Außerhalb des Kampfes. Kartensteuerung. Eventuell ist es nur in einem Mod so. Ich verstehe es nicht, das Spiel ist halt auch ein bisschen kompliziert bei der Einstellungen und so. Ja, aber ich möchte jetzt eigentlich zum König. Ich muss zum nächsten Krieger und ihn dann anvisieren.
Den hier, komm, den hier. Da ist der König. Ich kann eine Burg behalten, aber kein Dorf. Ja. Ich muss irgendwie mega Sympathie zu ihm aufbauen. Also auch zu den anderen. So. Jetzt muss ich schauen, dass ich der Name noch weiß. Also noch schaue. Ach komm, nicht so schnell. Gib mir eine Quest wieder. Boya Truli. Das machen wir noch kurz. Der ist sicher gefangen genommen worden. Das wird belagert. Oh je. Aber ist schön, dass wir dann eine Kuh dann haben. Wenn es klappt. Okay, eine Beförderung. Schere muss. Ah ja, das ist noch von das letzte Mal. Quest abgeben. Ah ja, du. Intelligenz, Gold. Und ja. Hast du nix, geil. Nimmst du das Schild? Kannst du das Pferd nehmen? So. Und allein. Der allein braucht. Du bist dann unser Superkrieger. Der allein ist dabei, ja. Der Superkrieger kann bei uns bleiben. So. So wenig hier. Hm. Gut. Nochmal schauen. Boya Truli. LOL! Oh. Schaut euch, wer mich anschließt. Wir werden einen treffen. Einen töten kommt. Nein, ich hab. Ah, Fächer. Ich bin gefangen. Hey, wie viel Leben haben die? Wenig Geschwindigkeit Bonus. Ein blutiges Geschäft hat man ein blutiges Geschäft, doch natürlich ein notwendiges. Ferentis, glaube ich, teilt mein erfüllten Gefühl über das dauernde Kämpfen. Es bekümmert ihn sehr, das Leben seiner Mitmenschen beenden zu müssen. Wie gerecht die Sache auch sein mag, er und ich haben
eine bessere Zukunft versprochen, von der Notwendigkeit dieser Kabel im Königreich von Karadir zu einem, um die sehr bitteren Zeiten ein Ende zu bereiten. Sehr gut. Ja, dann schauen wir mal kurz rein. Ja, sie belagern, aber ich kann ja mal kurz reinschauen. So, da. Zum Buja. Ja, ist der richtige. Zum Buja. Zumbuja. Mal schauen, ob die Banditen angreifen. Ja. Gut. Ja, mal lieber zu mir kommen. Das ist unser Schutzstein. Liebe Zuschauer, wir machen einen längeren Part für diesen Kampf. Wir müssen uns verstecken. Es darf nicht unser Tod sein. Ich fühle mich schon wieder so überlegt. Aber wie mutig ich einfach in diesem Spiel bin. Extra hinter einem Stein zu verstecken und dann rauskommen. Und einen so richtig den Kopf einschlagen. Hey! So langsam muss ich wirklich stärker werden. Die KI. Die KI glänzt wieder. Bulldog, freust du dich? Ah. Oh. Ein Menschenjäger. Ah, oh, Fußballdatenverein. Ding. Veteran. Ja, klar, nehmen wir die mit. Der Waffenknecht. Lagerverteidiger. Er ist wichtig wegen den Frauen. Wir wollen eine Frauenarmee machen, wisst ihr? Gut. Und hier sind mal verbogene Jaritz. Schrott. Aha. Toll. Ah, der Firentis. Was ist denn? Okay. Ah, die haben Moral und ist enthusiastisch. Alles hat was mit der Moral zu tun. Sehr gut. Das wird noch etwas. Also wahrscheinlich schließe ich mich noch den Weg hier an. Weil die wirklich am Arsch sind. Na gut. Verloren haben sie ja noch nichts, aber sie werden gut an uns verlieren. Schaut euch das mal. Ja gut. So, dann machen wir Pauschen. Bis zum nächsten Mal, euer Drago Basler. Macht richtig Spaß, dieses Game. Und es wird immer wie cooler. Ja, also auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen.